Das barocke Schloss Karlskrone bei Klumetz, das wir heute besichtigen, wurde für den Fürsten Franz Ferdinand Kinsky 1723 erbaut. Der Bau des Schlosses dauerte nur 3 Jahre. Zu Ehren und zur Krönung von Kaiser Karl IV. Nannte der Besitzer das Schloss Karlskrone. Der Schlosspark wurde im Stile eines Landschaftsparks angelegt.